Ein paar Fragen, die alle in dieselbe Richtung gehen, die lauten: Was bringt Stille eigentlich? Was sind sinnvolle Lebensziele? Was ist eine sinnvolle Aktion? Was bringt Spiritualität überhaupt? Und kann man sich einen Sinn erschaffen? Interessieren euch die Fragen? Habt ihr die vielleicht auch? Gerade im Moment. Gerade im Moment. Alle miteinander? Nein. Welche vor allem? Ich muss loslassen. Also es gibt gerade einen Trennungsprozess von meiner Frau und da muss ich eben loslassen. Und das ist nicht so einfach. Das geht einher mit Gefühlen wie Trauer und Schmerz und Ganz normal. ja. Das weiß ich schon, dass es normal ist. Trotzdem sind die Gefühle da und das ist nicht so leicht, ne? Richtig. Ja. Aber wo komme ich da hin, wenn ich so viel loslasse? Es ist ein Unterschied, ob du loslässt aus Einsicht oder ob du eigentlich was festhältst mit Zähnen und mit Klauen und das Leben entreißt dir. Scheint momentan Thema zu sein. Viele Menschen fragen mich, oder es taucht immer wieder auf die Frage, wenn ich Samsara oder der Welt der Phänomene, den Dingen, die kommen und gehen, nicht so viel Bedeutung beimesse, wie es die Meister vorschlagen und fordern, werde ich dann nicht grau auf eine Art. Oder macht das Leben dann noch Spaß? Oder ich glaube, eines der Probleme da ist, dass der kleine Geist versucht, im Vornhinein rauszukriegen, wie es wäre, wenn. Der kleine Geist, der Ego betont ist, möchte immer erst wissen, was rauskommt, bevor er bereit ist, was zu investieren. Oder bereit ist, was herzugeben. Er ist immer bereit, auf einen Handel einzugehen. Er ist bereit, was loszulassen, wenn ich vorher verspreche, dass du das und das dafür kriegst. Er ist nur sehr schwer bereit, wirklich loszulassen. Der Handel ist ja nicht wirklich ein Loslassen, sondern ein Austausch. Du sagst, ich bin bereit, meine Frau loszulassen und Gott soll dir dafür ewige Glückseligkeit geben, oder? Zum Beispiel. Und wenn Gott dir nicht vorher einen Vertrag unterschreibt, muss das Leben eher dir was entreißen. Stimmt doch, oder? Ja. Auf dem inneren Weg oder auf dem Weg hin zu dem, wovor wir uns hier verbeugen, dem, was nicht zerstörbar ist, funktionieren Verträge und Handelsabmachungen nicht. Weil Verträge und Handelsabmachungen Kennzeichen des Alten sind und es geht um das Neue. Verträge und Handelsvereinbarungen sind Kennzeichen der Welt der Phänomene. Und es geht um die Welt, die nicht beschreibbar ist. Das heißt, praktisch, das, was wir hier machen, ist das größte Abenteuer, das du eingehen kannst. Es ist das Abenteuer, alles auf eine Karte zu setzen, ohne zu wissen, ob irgendwas dabei rauskommt. So, jetzt kommen da Meister, weise Menschen und so weiter, und sie berichten von ihrem Erfahren, sei es Buddha, sei es Osho, sei es Ramana, sei es ich und viele andere und sagen euch, ja, ich lebe in einem Zustand von Friedlichkeit und Zufriedenheit. Selbst in
Phasen oder Erfahrungen von Trauer oder Erfahrungen von Trennung oder Erfahrungen von Verlust, die ja trotzdem auftreten, dann ist es hilfreich, das zu sagen. Einerseits und andererseits kannst dein Geist zwar aufnehmen natürlich und sich daraus auch Hoffnung, gute Hoffnung oder Anstoß holen, aber es erspart dir nicht die Tatsache, dass du keinen Handel machen kannst. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine blöde Sache. Aber Fakt. Immer wenn das umzu reinkommt, hast du dich eigentlich schon wieder verstrickt. Das heißt, wenn du jetzt in deinem praktischen Beispiel sagst, ja, ich bin bereit, mich da hineinzugeben und diese Trennung zu akzeptieren und meine Frau loszulassen, wenn ich dadurch zufrieden werde, dann hast du schon versaut. Ja, Scheiße. Scheiße. Das war ehrlich. Kann ich so gut verstehen. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn du in der Lage bist, dich da hineinzugeben und deine Aufmerksamkeit und deine Verbeugung für das Große nicht zu verlieren, wird sich Zufriedenheit einstellen. Das ist auch Fakt. Das ist auch was ganz Wichtiges für mich, weil ich kenne zum Beispiel Schlaflosigkeit und solche Zustände und dann lieber Zufriedenheit als Schlaflosigkeit. Wie wäre es, wenn du zufrieden sein könntest, egal ob du schlafen kannst oder nicht? Ja, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Aber darum geht's. Ja. Was bringt Spiritualität? Buddha spricht, Buddha wird gefragt irgendwann, was ist denn jetzt eigentlich wirklich der Unterschied zwischen einem Weisen und einem Weltling, so sagen die. Und Buddha sagt, es gibt 8 weltliche Faktoren oder 8 weltliche Winde, die die Menschen normalerweise hierhin und dorthin zerren. Und das sind sehr einfache Dinge. Das ist Freude und Schmerz, Gewinn und Verlust, Lob und Tadel, Anerkennung und Verachtung. Diese 8. Die meisten Dinge, die uns so geschehen, kann man unter diese 8 einteilen. Also jetzt erlebst du Verlust zum Beispiel. Wenn du eine neue Frau findest, Gewinn. Vielleicht erlebst du auch Tadel, was weiß ich, Vorwürfe. Vielleicht auch Verachtung, keine Ahnung. Und in anderen Situationen erlebst du Lob und Ehre, Gewinn und Freude. Jetzt hast du die anderen. So, Buddha sagt, der Weltling wird von diesen 8 Winden hin und her gezerrt, weil er oder sie das eine begehrt und das andere ablehnt. Das heißt, du möchtest immer Freude, Lob, Gewinn und Ehre erfahren und möchtest Schmerz, Schmerz, Tadel, Verachtung und Verlust vermeiden. Das heißt, was daraus folgt, ist, wenn du Freude erfährst, hältst du daran fest und wenn du Schmerz erfährst, verdrießt es dich, sagt er. Und das Leiden ist das Festhalten und der Verdruss. Und die beiden umspinnen euren Geist und halten euch in
Samsara, in diesem ewigen Rad von Ursache und Wirkung gefangen. Angenommen, in so einer Trennungssituation fängst du an, um dich zu schlagen, weil du festhältst und den Verlust nicht erfahren willst und den Schmerz nicht erfahren willst. Und du fängst an, unflätig zu werden oder alles Mögliche aus deinem Verdruss heraus zu starten. Dann wird das wieder irgendwelche Folgen haben. Und es umnebelt den Geist, verspinnt dich in all den Aktionen und all dem Kampf, in dem Kampf vor allem. Genauso umgekehrt, und das ist sehr wichtig zu beachten, in Situationen großer Freude, wie leicht der Geist auch da umsponnen wird und sich verengt auf dieses Objekt der Freude und die Weite des Raums nicht mehr wahrnimmt. Und alles wird darauf ausgerichtet, was einem gerade im Außen erfreut. Der weise Mensch, sagt Buddha, erfährt genauso Gewinn und Verlust und Freude und Schmerz und Lob und Tadel und Anerkennung und Verachtung. Aber an der Freude hängt er nicht und der Schmerz verdrießt ihn nicht. Und deshalb bleibt sein Geist frei und klar und unumsponnen und friedlich. Das ist der Unterschied. Und das ist eigentlich auch der Outcome von Spiritualität. Wenn, und das klingt jetzt so banal vielleicht, aber es ist sehr großer Gewinn. So ist mein Erfahren. Das ist der praktische Gewinn. Das ist das, was man hat davon. Die Wechselfälle des Lebens werden Wechselfälle des Lebens bleiben. Es gibt Geburt und Tod und Neubeginn und Ende, Frühling und Herbst, Gesundheit und Krankheit. Aber wie und mit welcher Gemütsverfassung wir da drin stehen und gehen, das macht den großen Unterschied. Und in dieser Freudigkeit dessen, was so viel größer ist als all die Wechselfälle des Lebens. Ja, dann ist da ein Überströmen, das man Liebe nennen kann. Aber eine Liebe, die nicht objektbezogen ist. Die ist einfach da, rundum, nicht so stark fokussiert.